Herzlich willkommen bei Autohaus Busse, den Wohnmobilprofi rund um Schwerin. Unser Fahrzeug steht auch schon wieder da. Es sind ein paar Kleinigkeiten repariert worden. Es ging ruckzuck hier. Und jetzt haben wir hier noch einen Gebrauchten auf dem Hof. Und zwar ein Sun Living V65 SL Extra. Mit Solar, Navi, Rückfahrkamera und Markise. Ja, das Fahrzeug war auch in der Vermietung. Und steht hier jetzt für 59.990 Euro. Fahrzeug ist zugelassen 4/2023. Also ist gerade mal ein halbes Jahr alt. Ja, es hat sehr viel drin und ich finde auch vom Optischen ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Schaut mal rein mit den Grautönen. Ich gehe mal hinein. Ja, hier ist so ein kleiner Schutz oben drauf. So eine Matte, das ist ganz praktisch. Hat natürlich auch so einen Alternativtisch, den man rausdrehen kann. Und dann kann derjenige, der auf der Beifahrerseite sitzt, auch ganz gut dann essen. Ja, das Fahrzeug ist auf Zitronenbasis. Ihr seht es da vorne mit einem Xcent-Radio. Das ist ein XF275. Ja. Gehe mal nach vorne jetzt, dann zeige ich euch mal die Verdunklung hier in dem Fahrzeug. Wird hier in der Mitte einfach hochgezogen, könnt ihr halbe Höhe nehmen, könnt ganz hoch. Bei der halben Höhe ist praktisch, wenn ihr jetzt im Essen seid, könnt ihr rausschauen, aber keiner kann reinschauen. An den Seiten gibt es auch eine Verdunklung. So, dann wird das hier oben eingehakt. Und so geht es wieder zurück. Gibt es nicht viel zu erzählen. Vorne zum Cockpit, das kennt ihr alle schon, mit USB, 12 Volt Kfz Stecker. Ihr könnt das Radio ein- und ausschalten noch. Jetzt geht es auch, dass ohne die Zündung an ist, das Radio. Dauert ein klein wenig, bis es hochgefahren ist. So, und dann könnt ihr es auch wieder ausschalten. Dann gehen wir mal nach hinten ein wenig. Und hier fällt mir gleich auf, dass die Küche ein wenig konisch gemacht ist. Ihr seht es hier. So hat man hier vorne einen schönen Durchgang. Fühlt sich nicht beengt. Hier haben wir die Spaghetti-Küche. Das ist praktisch, wenn hier was überläuft, könnt ihr es einfach da reinwischen. Wir haben hier zwei USB-Steckdosen. Wir haben hier einmal 230 Volt Steckdose und wir haben hier den Oberschrank, der ist hier schön abgeschrägt, so dass ihr euch nicht unbedingt den Kopf stößt. Das Fahrzeug ist ja aus der Vermietung, hier ist noch ein bisschen was drin. Ihr seht, da könnt ihr auch die Teller daneben stellen. Und hier haben wir große Auszüge. Die Teller stehen jetzt hier und noch ein paar Tassen. Dann seht ihr gleich, wie viel Platz ihr habt, wo was reinpasst. Hier noch ein paar Töpfe, Schalen. Ja, und dann sind wir schon beim Kühlschrank. Der steht mal oben diesmal. So. Mit Eisfach. Und hier drunter habt ihr noch einen Kleiderschrank. Ja, dann seid ihr im Schlaf gemacht. Hier liegt sogar ein Zollstock. bei diesem Fahrzeug ist es sogar möglich, ihr seht hier eine Öffnung da, hier so Querstreben reinzumachen und nochmal ein Bett reinzumachen. Das geht bei dem Fahrzeug. Finde ich klasse. Das Bett gehört natürlich hier nicht dazu, aber sowas kann man bestellen. Die seht da oben, die sind hinterlüftet. Ja, hier seht ihr auch das Thoma-Bedienteil. Mal direkt am Bett. Finde ich klasse, kannst du schön nachregulieren. Also in der Regel stehe ich dann immer auf und regel mal nach, wenn es mal zu heiß oder zu kalt ist. Es hängt so ein bisschen auch von Außentemperaturen ab. Manchmal muss man da ein bisschen nachregeln, 1 Grad. Ja, ihr seht da unten oben indirekte Lichtleiste. Wir haben hier einen Heki hinten. Hier haben wir so eine
Halter? Nee, das sind ganz einfach Halter, um deine Jacken aufzuhängen. Ja, und dann gehen wir mal zum Bad. Dann schauen wir mal ins Bad. Das ist auch recht geräumig, wie ich sehe. Schaut mal rein. Ja, sehr viel Platz. Hier gibt es einen Duschvorhang. Zwei gibt es hier. Einer ist hier, einer ist hinten in der Ecke, der geht da rüber. Das einzige, der Spiegel bleibt frei. Na gut. Aber da hinten wäre dann alles auch abgedeckt und die Tür muss natürlich auch abgedeckt sein. Ja, dann habt ihr hier noch ein Fach. Ja, ansonsten ein riesen Badfenster und da oben könnt ihr auch noch ein paar Sachen unterbringen. Hier haben wir sogar noch ein Heki zusätzlich. Da hängt ein Organizer. Ja, sehr, sehr großes Bad, finde ich. Sehr schön. An diesen Begrenzungsleuchten könnt ihr immer erkennen, dass es sich um ein Fahrzeug handelt über 6 Meter. Also das ist ein 6,36er, 6,40er Fahrzeug. Hier habt ihr die Frischwasserzufuhr. Und hier habt ihr noch einen Fahrradträger. Immer schön aufpassen, nicht dass ihr was im Hals schlagen. Also ist mir neulich wieder passiert bei der Präsentation. Ich weise darauf hin und mache dann zu und habe das wieder im Nacken gehabt. Also schön aufpassen. Hier seht ihr mal, wie praktisch das ist mit diesem Bett. Ihr habt den Lattenrost drin, ihr habt da zwei Matratzen drin. So, jetzt könnt ihr diese Schiene auch absenken und diese einfach hinten ranlegen. Ich mache das jetzt mal so. Und dann könnt ihr hier drauf sitzen. Dann würdet ihr mit den Füßen hier drauf stehen. Finde ich sehr praktisch gelöst. Und hier haben wir den Gaskasten. Ich werde euch auf jeden Fall mal die Betten ausmessen. Wir haben hier 1,80 und auf der Seite haben wir 1,91. Ja, jetzt bist du hinter mir. Dann zeige ich euch nochmal die. Oh, die sind aber schwer. Die Rollos und Fliegengitter. Und das Schöne, die Notentriegelung findet ihr da oben, nicht hier unten. Also, wenn ihr mal, wenn irgendwas ist, könnt ihr da entriegeln und aus dem Auto verschwinden. Ja, hier seht ihr auch nochmal geschützt mit stabilen Bändern, dass es jetzt vom Wind nicht überschlagen kann. Beide habe ich noch vergessen. Machen wir die Matratze mal wieder rein. Der eine oder andere möchte das gerne wissen. Ihr seht ja auch, das wird hinten mit dem Klett festgehalten. Hier drin. So, habe ich nur gemessen oder nicht? Nee. Wir haben hier 1,80 in der Breite. Ja, oben seht ihr eine Rückfahrkamera. Wir haben hier vorgehängte Fenster und schön aufpassen. Da ist die Kassettentoilette drin und der Truma-Kamin. Und hier kommt der Landstromanschluss. Also hier kriegt ihr die Stromzufuhr von der Steckdose vom Campingplatz. Hier könnt ihr Diesel und AdBlue auffüllen. Ja, das Ganze bekommt ihr jetzt für 59.990 Euro. Ja, liebe Campingfreunde, wenn euch das Fahrzeug gefällt, dann ruft ihr an bei Autohaus Busse. Alle Informationen findet ihr in der Videobeschreibung unten. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.